Ja, also ich habe im Dezember dann einen Heiratsantrag bekommen. Ich habe mich so riesig gefreut. Und jetzt ist einfach eine Katastrophe. Was machen wir jetzt? Was kommt da auf einmal zu? Man weiß irgendwann da noch gar nichts. Und ja, man braucht ein Kleid. Am Anfang ist eigentlich nur das Kleid das Wichtigste. Und dann kommt irgendwann, man braucht eine Band, man braucht eine Location, man braucht von der Hochzeitskerze bis über Ringkissen, alles. Und vor allen Dingen viele gute Ideen. Da lassen wir uns heute mal überraschen, was mal alles so kommen oder an was wir alles bisher noch nicht gedacht haben, was uns vielleicht die Messe heute auch drauf bringt. Lassen wir uns mal überraschen. Die Überraschung ließ dann auch nicht lange auf sich warten. Das Prinzessinnenkleid gleich im Eingangsbereich der Halle zog natürlich gleich einmal alle Aufmerksamkeit auf sich. Aber auch in Tracht oder einem schlichteren Kleid ist die Braut gut angezogen. Schlicht und dafür ein bisschen interessant. Rückenfreie Modelle, die ein bisschen Tattoo-Effekt haben. Und es ist immer Typsache. Also manche Braut gefällt es, andere mag dann ein bisschen was mit Tüll. Es sind beide Richtungen eigentlich momentan ein bisschen interessant und auch im Trend. Weitere Inspiration gab es bei einer der zahlreichen Modeshows. Ist dann mal das richtige Outfit, die passende Frisur und ein schöner Ring gefunden, muss der Tag nur noch für die Ewigkeit festgehalten werden. Auch an Foto, Film und anderen Angeboten war auf der 13. Hochzeitsmesse in Essenbach kein Mangel. Ganz wichtig ist, dass das Brautpaar locker ist, dass sich das Brautpaar genügend Zeit nimmt und dass man sich vorher darüber unterhält, was das Brautpaar für Vorstellungen von der Hochzeitsfotografie hat. Denn es kann nicht sein, dass sich ein Brautpaar nur nach dem Fotografen richten muss. Die Hochzeitsbilder sind schließlich ein Andenken fürs Leben. Und dann sollte es bitteschön doch schon so sein, wie sich das Brautpaar das vorstellt. Also die Gäste stellen sich hin, fotografieren sich selber. Ich kann es auch gerne mal zeigen. Es läuft alles so ab. Man hat hier den Selbstauslöser. Zack, und dann kommt das Foto. Man sieht sich bewusst vorher nicht, dass die ganzen Fotos halt auch richtig schön spontan kommen. Auch bei unserem zukünftigen Brautpaar läuft es gut. Die Themen Kleid und Fotograf sind schon erfolgreich abgearbeitet. Ja, jetzt war es gerade super. Also ich habe mir die Kleider dann. Ich denke mal, von meiner Farbe her irgendwie auf Rosé, das kommt anscheinend. Und da habe ich jetzt vorhin ein tolles Kleid entdeckt und jetzt warte ich auf die Einladungen. Also bisher ist toll gelaufen. Genau, Fotograf haben wir auch schon uns einige angesehen und Kleider eben. Und jetzt sind die Einladungskarten an der Reihe. Aber kommen wir einmal zu den Themen, die die Männer auch wirklich begeistern. Autos, PS und fette Beats. Ich biete Stretch-Limousinen an, zwei Hammer-Stretch-Limousinen und Oldtimer. Für jeden Geschmack etwas dabei. Junggesellinnenabschiede, pink-weißer Hammer oder die klassische Stretch-Limousine an Lincoln oder diesen VIP-Hammer, der wohl einmalig ist in Deutschland, mit absenkbaren Scheiben, Disco-Ausstattung, sehr beliebt, wenn man in der Stadt rumfährt, also der absolute Hingucker. Auch nicht ganz uninteressant für die Männer. Was trägt die Angetraute unter ihrem Kleid bzw. in den Flitterwochen? Heuer ist mehr pastellig, also ist ein bisschen schlichter heuer. Okay? Aber die Bademode ist wieder dann mehr so in Neon, also ein bisschen kräftiger und bunt halt. Sommer halt, Sommer. Bei dieser tollen Wäsche macht das eine Pfund mehr oder weniger dann auch nichts mehr aus. Denn geschlemmt wird am Hochzeitstag bestimmt. 4 bis 5 Tage davor muss schon gebacken werden, damit diese Köstlichkeiten entstehen. Der Kreativität und den Kundenwünschen sind dabei keine Grenzen gesetzt. Also ein Highlight war definitiv letztes Jahr das Stanley Cup, den wir gemacht haben. Da gibt es so viele. Wir hatten auch schon für ein Paar vom THW mit Playmobil und es hat total Spaß gemacht und alles eigentlich. Auch schon mit Eishockey und Fußball und alles Mögliche. Bleiben noch Themenfelder wie Tischdekoration, Hochzeitsband und Hochzeitskerze zu klären. Bei über 80 Ausstellern kein Problem. Sogar Versicherungsdienstleister waren darunter. Nur die Hochzeitslocations hielten sich zurück. Um dem rückläufigen Trend der großen Hochzeitsmessen entgegenzuwirken, hat Rudi Heimal wieder ein großes Bühnenprogramm zusammengestellt.
Wir haben zum Beispiel das Duo Blanche aus Überlingen am Bodensee da, die machen so Hebefiguren, junge Nachwuchskünstler. Wir haben die Hagel Burhan Zastendingl das erste Mal seit 13 Jahren eine Blaskapelle da. Wir haben Verlosungen an beiden Tagen in der Summe über 10.000 Euro. Das ist also einzigartig in Deutschland, gibt es bei keiner anderen Hochzeitsmesse. Und natürlich Modenschau, Trachtenmodenschau, Dessous-Modenschau, Herren-Damen-Modenschau. Also, dass man sich halt rundum wohlfühlen mag. Rundum wohlgefühlt hat sich auch unser Paar. Zeit für ihr Fazit. So, es hat uns gut gefallen. Wir haben einiges gesehen. Eigentlich alles, glaube ich, was man auf einer Hochzeit braucht. Die Tüte ist voll. Wir sind voll zufrieden. Hätte nicht besser sein können. Ja, also ich finde auch, vor allem jetzt habe ich endlich Einladungskarten gefunden. Und wir haben jetzt zwei abfotografiert, da müssen wir jetzt daheim noch diskutieren. Und wenn wir definitiv nehmen, und das halt war ohne die Messe, hat jetzt nicht geschafft irgendwie, weil man hat zwar irgendwelche Ideen im Kopf, aber wenn man sie dann mal wirklich in der Hand hat, ist was anderes. Also ich bin ganz positiv überrascht von dem Ganzen. Es ist was anderes, wenn man es halt einfach live sieht, weil einfach nur im Internet schaut oder so. War ganz toll. Müssen wir zu Hause unsere Hausaufgaben machen und dann kann es losgehen. Los geht's bei Ilona und Bernd übrigens im September. Wir wünschen natürlich alles Gute.